Ja, oben links ganz vereinfacht ein Schlangenkörper dargestellt, Wirbel, Rippen und der Rippenmuskel, welcher die Rippen mit der Haut verbindet, der Hautmuskel und die Bauchschuppe. Nun zur Fortbewegung wird erstens die Rippenmuskulatur angespannt, dadurch werden die Rippen gebogen und die Bauchschuppen aufgestellt. Dann erfolgt eine Anspannung der Hautmuskeln, was die Bauchschuppen wieder einzieht und dann ein Entspannen und so gleitet die Schlange nach vorne. Rippenmuskulatur, Bauchmuskeln, entspannen. Rippenmuskulatur, Bauchmuskeln, entspannen. Und so weiter. Was in einer pixeligen Animation sehr unbeholfen wirkt, ist in natura sehr viel eleganter. Champagne, sir. What was that? Your champagne. Put it on the table, thanks. Shall I open it? What? Shall I open it? No, 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 I can manage, thank you. There you are. Ja, keine Angst, liebe Tierfreunde, dass am Schluss, was da gegrillt wurde, das war kein Tier, das war eine Gummiattrappe. Und bei der echten Schlange, die war übrigens auch nicht giftig, das war eine gefleckte Kettennatter. Und ja, zu Roger Moore, er war während seines Ruhestands als James Bond bis zu seinem Tod, war er treuer Unterstützer der PETA-Tierschutzorganisation. Also so viel dazu. Nun noch zur Bewegung des Regenwurms, die ein bisschen einfacher, also zum Erklären ist, aber nicht unbedingt für den Wurm selber. Und zwar hat der Wurm, oben sehen wir ihn, wieder wird mal sehr pixelig gezeichnet von mir, eigentlich in seiner Normalform. Und der Regenwurm verfügt über Längsmuskeln und über Ringmuskeln. Das blaue links dargestellt, die Längsmuskeln, also die ziehen sich eigentlich ziehen die sich zusammen und die Ringmuskeln, die ziehen sich quasi nach innen zusammen. Und wenn jetzt der Wurm also die Längsmuskeln anzieht, wird er kurz und dick und da er sich mit seinen Borsten, er hat ja pro Gliederpaar, also Würmer bestehen ja aus Gliedern, hat er Borsten und vorne tut er sich mit diesen Borsten verkeilen, dass wenn er sich zusammenzieht, dass er auch wirklich nach vorne gezogen wird und nicht etwa nach hinten oder wo auch immer. Dann, wenn er quasi sich dick gemacht hat, nach vorne gezogen hat, dann entspannt er die Längsmuskeln und zieht die Ringmuskeln, also spannt die Ringmuskeln an. Und da die ja nach innen drücken, wird quasi die Körperflüssigkeit des Wurms nach vorne in dem Fall gedrückt.
Und auch wieder mit Hilfe der Borsten, dieses Mal am hinteren Ende des Wurms, schiebt er so seinen Kopf oder seinen Vorderkörper nach vorne. Genau, und eben immer abwechselnd Längs- und Ringmuskeln, und so bewegt sich der Wurm vorwärts. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Und ja, viel Spaß. Tschüss.